jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. In Berlin ist ein Parteitag von Bündnis 90 Die Grünen zu Ende gegangen, wie es noch nie einen gab. Beim ersten Parteitag vor 41 Jahren hat sich das kaum jemand vorstellen können. Start in einen Wahlkampf, in dem eine Kandidatin der Grünen Anspruch auf das Kanzleramt erhebt und in Union und SPD, die den ersten Platz im Bundestag immer unter sich ausmachten konnten, lacht keiner. Diese Aussicht hatte deutlich erkennbar eine mäßigende, zur Mitte hin treibende Wirkung auf Debatten und Abstimmungen in Berlin. Patricia Wiedemeyer berichtet und dann sprechen wir mit Kanzlerkandidatin Baerbock. Drei Tage und ursprünglich mehr als 3000 Änderungsanträge liegen hinter Ihnen. Die Grünen haben ein Wahlprogramm angenommen, fast ohne Gegenstimmen. Und jetzt stehen wir da, geschlossen, geeint, entschlossen. Das war jetzt der einfache Teil und jetzt beginnt der richtige Wahlkampf. Nicht so einfach war heute die Abstimmung über bewaffnete Drohnen. Die Mehrheit für ein grundsätzliches Ja äußerst knapp. Die Einsatzszenarien müssen jedoch klar definiert werden. Außerdem wollen die Grünen einen höheren CO2-Preis, mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger, 12 Euro Mindestlohn. Nicht alle sind happy. Im Bereich der sozialen Gerechtigkeit sind wir mit unseren linken grünen Jugendforderungen noch mal reingegangen. Hier haben wir uns gewünscht, noch mal linkere Positionen zu setzen. Das hat leider nicht geklappt. Mehr links, zu radikal, das war die Sorge der Parteispitze. Am Ende entscheiden sich die Delegierten bei nahezu allen Abstimmungen pragmatisch, sprich fürs Regieren. Wir werden im Wahlkampf uns häufig anhören müssen, wir wollen zu viel, wir wollen zu schnell. Aber alles, was wir beschlossen haben, lässt sich bei optimalen Bedingungen in der Wirklichkeit umsetzen. Prominente Wahlkampfhilfe, die weißrussische Widerstandskämpferin Tichanowskaja, kommt zum Parteitag. Ihre Rede berührt, ihre Botschaft: Europa ist nur sicher, wenn Belarus sicher ist. Deutschland habe dabei eine Schlüsselrolle. Danke, dass ihr Belarus eine Stimme in Deutschland gebt. Danke für euer aufrichtiges Engagement in Osteuropa und die Kenntnisse, die die Grüne Partei beisteuert. Es war sein Parteitag. Robert Habeck überall. Er redet mit Journalisten, betreut die Gäste, hält wichtige Gegenreden bei den Abstimmungen. Annalena Baerbock dagegen tritt kaum in Erscheinung. Und wenn, wirkt sie angespannt und nervös, verärgert über einen nicht wirklich schweren Versprecher in ihrer Rede. Es folgt ein Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Heute dann Rückendeckung von der Partei. Die Attacken der anderen seien nur Ausdruck ihrer Angst vor starken Grünen, so Winfried Kretschmann. Du kannst dich zu 100% auf uns verlassen. Die ganze Partei steht geschlossen hinter dir. Die Partei ist geeint wie nie, das Wahlprogramm nicht verschärft. Beste Voraussetzungen also für eine Kanzlerkandidatin eigentlich. In der Tat, die Spitzenkandidatin hat den Parteitag unterm Strich gut überstanden. Nach den schlechten Zahlen in Sachsen-Anhalt und den Umfragen, nach den Pannen, Ungenauigkeiten und Korrekturen der letzten Tage und dann noch der Unbeherrschtheit gestern. Guten Abend, Frau Baerbock. Wenn Sie auf sich selbst zurückschauen über die letzten Wochen, sehen Sie da immer eine zukünftige Kanzlerin? Schönen guten Abend. Wir haben jetzt einen fulminanten Parteitag hinter uns, wo wir, es wurde im Beitrag ja auch deutlich, erstmalig seit 40 Jahren eine Kanzlerkandidatin aufstellen. Und das ist für unsere Partei natürlich was Neues, für mich was Neues. Und da hat es am Anfang auch geruckelt. Aber genau darum geht es jetzt in diesem Wahlkampf, geht es für mich in den nächsten 4 Jahren, Dinge in Zukunft besser zu machen als Gesellschaft, als Land. Und da wächst man natürlich auch selber als Person. Wenn man noch mal zurückschaut auf diese Korrekturen im Lebenslauf, ohne da jetzt ins Kleinkarierte zu gehen, die hatten alle so einen gemeinsamen Trend. Die neigten alle dazu, den Lebenslauf so ein bisschen gewichtiger aussehen zu lassen. Spricht das nicht dafür, dass Sie selbst das Gefühl haben, die reine Wahrheit würde nicht ganz reichen, wäre zu leicht?
Nein, ganz und gar nicht, sondern mit Blick auf die Darstellung in meinem Lebenslauf ging es mir darum, vor allen Dingen Verbindungen deutlich zu machen. Das ist für mich wirklich zentral in der Politik deutlich zu machen, da ich viel in der Klimapolitik bin, bei welchen Vereinen, bei welchen Mitgliedschaften bei mir Verbindungen bestehen, auch in der Außenpolitik. Und das war an manchen Stellen etwas ungenau. Deswegen ist ein Eindruck entstanden, den ich nicht hervorrufen wollte. Und deswegen habe ich das an dieser Stelle dann entsprechend korrigiert. Und die Tatsache, dass die Ungenauigkeiten immer in Richtung mehr Gewicht gehen, ist einfach ein Zufall. Wie gesagt, mir ging es darum, vor allen Dingen deutlich zu machen, wo es Mitgliedschaften, wo es Verbindungen gibt und verkürzt und kompakt das Ganze auf einer Website darzustellen. Mich hat das selber sehr geärgert, dass da ein missverständlicher Eindruck entstanden ist. Den habe ich entsprechend korrigiert. Und jetzt ist für mich aber zentral, wir stehen nach einer Corona-Pandemie vor wirklichen Zukunftsaufgaben. Das haben wir mit diesem Parteitag deutlich gemacht. Es geht um die Erneuerung unseres Landes. Es geht darum, die größte Krise unserer Generation, die Klimakrise, abzuwenden und zugleich für neuen Wohlstand jetzt in der Gesellschaft zu sorgen. In alle Punkte des Wahlprogramms kommen, und ich verspreche Ihnen, wir werden über die nächsten Monate pausenlos über die Wahlprogramme der Parteien berichten. Nochmal zu dem Parteitag zurück. Da sind Sie ja jetzt sehr gut durchgekommen durch diesen Dschungel von 3000 Änderungsanträgen. Und meistens ist das, was die Spitzenkandidaten und Vorsitzenden wollte, gut durchgekommen. Aber ist nicht im Kern die Grüne Partei doch immer noch die Partei, die darüber diskutieren muss, ob das Wort Deutschland vorne auf dem Programm stehen darf, die Tempolimit 100 ernsthaft vorschlägt, was sicher keine Mehrheit in Deutschland hat, die dreimal, viermal höhere CO2-Preise will, die möglichst noch heute Abend den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor haben will und so weiter. Lauter Dinge, die jetzt hintangestellt wurden, aber die doch möglicherweise wieder rauskommen, wenn die Macht erstmal erreicht ist. Da würde ich jetzt gerne ein sehr deutlich differenzierteres Bild geben, weil ich glaube, deswegen habe ich das eben auch so angesprochen, es geht um wirklich große Fragen unserer Zeit. Wie schaffen wir es, Wirtschaft und Klimaschutz zu versöhnen und gleichzeitig für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen? Und die vielen Punkte, die Sie jetzt... Darf ich an dem Punkt anpacken, weil der wichtigste ist, auch für Sie der wichtigste. Sie wollen jetzt, dass in 9 Jahren die Verbrennungsmotoren in Deutschland nicht mehr zugelassen werden. Das bedeutet, das, was deutsche Ingenieure am besten können von allen in der Welt, nämlich Verbrennungsmotoren, wird abgeschafft. Elektromotoren kommen, die ganz bestimmt gute Sache sind, aber sehr, sehr viel weniger Arbeitsplätze brauchen, weil die nämlich sehr viel leichter zu montieren sind, keine Getriebe brauchen und so weiter. 200.000 Arbeitsplätze wird das kosten. Wie erklären Sie das den Familien, die in 8 Jahren davon noch leben wollen? Dass der Wohlstand unseres Landes im letzten Jahrhundert ohne Frage zum einen auf dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas und auch eben entsprechenden Autos aufgebaut war. Diesen Wohlstand, der da geschaffen wurde, das hat Deutschland stark gemacht. Aber wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Da ist klar, die Märkte der Zukunft sind klimaneutral, auch die Automobilmärkte. Und deswegen ist es ja kein Zufall, dass deutsche Hersteller, zum Beispiel nach China, die deutlich gemacht haben, ihr braucht eine gewisse Quote von Elektroautos, ganz viele Elektroautos nach China exportieren. Und ich möchte, dass wir auch in Deutschland nicht nur diese Autos herstellen und dann in der Welt sie exportiert werden, sondern sie auch auf deutsche Straßen kommen, damit es bei uns auch leiser, weil Elektroautos sind ja auch leiser, sauberer und weniger CO2-Emissionen gibt. Und alle deutschen Automobilkonzerne haben sich genau auf den Weg gemacht, diesen Weg zu gehen. Und jetzt braucht es einen klaren, sicheren Rahmen von der Politik, damit wir die Frage Arbeitsplätze, die sie angeschaffen haben, dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, dass die Autos weiter in Deutschland gebaut werden. Aber man braucht 200.000 Arbeitskräfte weniger. Und was erklären Sie diesen 200.000 Familien? Die wollen in 8 Jahren noch ihren Job so ausüben wie heute. Genau, und genau das will ich auch. Und deswegen bin ich seit langem im Gespräch mit den Konzernen, aber genauso mit den Gewerkschaften, mit der IG Metall, die genau deutlich gemacht haben, wo fallen Jobs weg. Unser Vorschlag ist es dafür, ein Qualifizierungskurzarbeitergeld, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, die in 8 Jahren jetzt noch nicht in Rente gehen, sondern weiter ihre Familien von den Einkommen entsprechend abhängen, dass sie weiter qualifiziert werden. Das ist auch keine Erfindung der Grünen, sondern das haben wir bei vielen Transformationsschritten, gerade in der Industrie, immer wieder gemacht. Und genau deswegen braucht es eine Planungssicherheit. Wenn ich nicht sage, wie das nächste Jahrzehnt aussieht, dann können wir das nicht sozial sicher in Deutschland gemeinsam gestalten. Und diese Sicherheit möchte ich für die Transformation, die ohne Frage kommen wird, für Deutschland geben. Ich
Ich würde gleich noch einen abschließenden Augenblick auf die Außenpolitik gehen, weil wir gleich über den G7-Gipfel in Cornwall berichten werden. Da hat sich ja herausgestellt, dass Präsident Biden wirklich harte Kante gegen China vor allem, aber auch gegen Russland fahren will. Die Kanzlerin rät da zur Mäßigung und bremst den amerikanischen Präsidenten. Eine Kanzlerin Baerbock, würde die eher so denken wie Joe Biden oder eher wie Angela Merkel? Mein klarer Kurs in der Außenpolitik ist Dialog und Härte gegenüber autoritären Regimen. Das betrifft Russland, das betrifft China. Wir haben natürlich selber Interessen. Wir haben gerade mit Blick auf China, was wir gerade besprochen hatten, eine große Frage auch von Importen und Exporten. Aber wir können nicht negieren, dass wir eine Wertegemeinschaft sind als Europäer. Und zwar nicht nur negieren, sondern das ist unser Fundament als starke Europäische Union, als starkes Deutschland. Und deswegen darf man zu Menschenrechtsverletzungen in China Zwangsarbeit nicht schweigen. Und zum Beispiel ist mein Vorschlag, ganz konkret zu sagen, wir sind der größte Binnenmarkt der Welt als Europäer. Wir können klar sagen, Produkte aus Zwangsarbeit aus China kommen nicht auf den europäischen Markt. Das wird Joe Biden sicher und Angela Merkel möglicherweise freuen. Danke für das Gespräch und einen guten Abend. Danke ebenso. Schönen Abend. Vom Abschluss des G7-Gipfels, von dem wir gerade redeten, die erste Station der ersten Europareise von Präsident Joe Biden, berichtet jetzt Andreas Künast. Es ist kühler geworden als vorher gedacht, zwischen den Verhandlungen und zwischen den Verhandlern. Die warme Decke scheint nötig zu sein und der behagliche Grillabend auch. Als sich die mächtigen Sieben gestern Abend bei Makrele und Rinderfilet wiederfinden, liegt bereits ein bisschen Enttäuschung in der nach Holzkohle duftenden Luft. Enttäuschung für Joe Biden, der in Cornwall jeden Tag mit der Botschaft zur Arbeit geht, die G7 sind wieder da, weil die USA wieder da sind. Aber dann bekommt es das Pathos des Amerikaners mit deutschem Pragmatismus zu tun. Kanzlerin Merkel sagt Nein zu Bidens Wunsch, die Impfstoffpatente freizugeben, sagt Nein zu einer allzu brüsken Verurteilung Chinas und sagt Nein, es läuft ganz toll mit Biden. Schauen Sie, durch die Wahl von Joe Biden zum amerikanischen Präsidenten ist ja die Welt nicht so, dass sie keine Probleme mehr hätte. Aber wir können mit neuem Elan an der Lösung dieser Probleme arbeiten. Der Elan ist unterschiedlich verteilt. Das zeigt sich vor allem beim Gipfel Großthema China. Für den Kurs Härte sind die USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada. Im Team Vorsicht sind Deutschland und die übrigen Europäer. Als so sensibel empfinden die Gastgeber die China-Diskussion, dass sie im Sitzungsraum das Internet abstellen. Es geht um sehr viel. Biden findet, es geht um alles. Das mag jetzt etwas prosaisch klingen, aber ich glaube, wir sind im Wettkampf. Nicht mit China per se, sondern im Wettkampf mit autokratischen Regierungen um die Frage, können sich die Demokratien mit ihnen messen im sich so schnell verändernden 21. Jahrhundert. In ihrer Abschlusserklärung üben die westlichen Staaten scharfe Kritik an den Menschenrechtsverletzungen Chinas und kündigen Milliardeninvestitionen als Gegengewicht zu Pekings Seidenstraße an. Dies ist der Meeres- und der Klimanotstand, schreiben die Demonstranten vor die Küste Cornwalls. Sie sind so friedlich wie selten diesmal und so enttäuscht wie immer. Der Protest zwingt die G7, ihre Absichtserklärungen zu verteidigen. Alle hier haben einen erheblichen Schritt gemacht in Richtung der 100 Milliarden Dollar, die wir bis zur Klimakonferenz zusammen haben wollen, um den Entwicklungsländern bei Klimaprojekten zu helfen. Als die anderen sechs den Gipfel verlassen haben, hat der G7. Noch einen Termin. Das Vereinigte Königreich hat in den letzten 3 Tagen alles gegeben, um die Brexit-Gegner und Zweifler zu versöhnen. Der Gastgeber hat es in vollen Zügen genossen und ist gleich nach dem Gipfel abgetaucht. Wir haben geprüft, er blieb über Wasser. Unser Amerika-Korrespondent Elmar Thewissen ist mit dem Präsidenten unterwegs, der morgen in der Schweiz oder in den nächsten Tagen in der Schweiz auf Putin und Erdogan treffen wird. Mit wie viel Rückenwind von diesem Gipfel vor allen Dingen trifft er sich mit Wladimir Putin, Elmar? Also ich glaube, er hat sich mehr Rückenwind erhofft. Joe Biden wollte ja in diesen Tagen gewissermaßen sein wichtigstes Werkzeug schmieden im Umgang mit Putin, aber auch mit Erdogan. Und das ist eben Einigkeit. Und das hätte bedeutet, dass es Putin und anderen nicht gelingen könnte,
Amerika zu ignorieren, weil man vielleicht dann andere Geschäfte machen kann mit Europäern und anderen Staaten aus dem Kreis der G7. Also die Macht oder der Hebel, den Joe Biden in der Hand hätte für dieses Gespräch am Mittwoch in Genf, hängt wirklich davon ab, inwieweit die Europäer ihm den Rücken stärken. Nun kennt er Putin schon länger. Er hat einmal eine Begegnung beschrieben in einem Interview aus dem März 2011 mit Wladimir Putin. Da soll Joe Biden nach eigenen Angaben zu ihm gesagt haben: Ich schaue Ihnen in die Augen, Herr Putin. Ich kann keine Seele darin erkennen. Und Putin soll, so beschreibt Biden es, geantwortet haben: Wir verstehen einander. Also man sieht im Grunde genommen, es gibt kein Vertrauen gegenüber dem russischen Präsidenten. Und so kocht das Weiße Haus jetzt die Erwartung ein Stück weit für Mittwoch herunter. Man sagt, in erster Linie kommt es darauf an, einmal klarzumachen, was man voneinander hält. Dann auch sehr klar zu machen, was man voneinander erwartet, also auch Forderungen zu stellen in beide Richtungen. Und wenn man dann das Gefühl bekommt, dass man weiß, was man voneinander zu erwarten hat, dann ist man eigentlich mit diesem Gipfeltreffen schon zufrieden. Es kommt noch etwas dazu: Wenn es Konflikte gibt und Eskalationen, dann will man jetzt wieder Kommunikationskanäle haben nach diesem Gipfeltreffen, um diese dann zu Rate zu ziehen, um vielleicht Lösungen zu finden. Aber der amerikanische Präsident will, das hat er angekündigt, auf keinen Fall eine gemeinsame Pressekonferenz mit Wladimir Putin, weil er will nicht, dass das Treffen nachher danach beurteilt wird, wer die längste Redezeit hatte, ob es einen Handschlag gegeben hat und ob, ich sag mal, Putin ihn möglicherweise sehr salopp abgekocht hat. Also, es wird ein spannendes Treffen, aber große Entscheidungen, große Vereinbarungen sind am Mittwoch sicherlich nicht zu erwarten. Aber der Eindruck von zwei Männern, die irgendwie miteinander zurechtkommen müssen. Dankeschön, Elmar. Und wir kommen weiter zu den Nachrichten. In Israel ist heute Abend eine Ära zu Ende gegangen. Benjamin Netanyahu ist nach 12 Jahren nicht mehr Regierungschef. Ihm folgt eine Koalition der Widersprüche. Nachrichten von Gundula Gause. Die neue Regierung in Israel wurde gerade eben vereidigt. 8 Parteien haben sich in einer breiten Koalition zusammengefunden, die fast das gesamte politische Spektrum Israels abbildet. Sie eint vor allem der Wunsch, eine Regierung ohne den langjährigen Ministerpräsidenten Netanyahu zu bilden. Dessen Nachfolger ist der Ultranationalist Bennett. Nach 2 Jahren soll er von dem liberalen Lapid als Ministerpräsident abgelöst werden. Ob das fragile Bündnis allerdings halten wird, ist nicht absehbar. Heute gewann die neue Regierung ein Vertrauensvotum, nur hauchdünn. Bennetts erste Rede in der Knesset wurde mehrfach von Netanyahu-Anhängern unterbrochen. Bei dieser ersten Rede warnte Israels neuer Ministerpräsident Bennett die islamistische Hamas vor neuen Angriffen auf israelische Ziele. Die wiederum kündigte bereits die Fortsetzung des bewaffneten Kampfes gegen den jüdischen Staat an. Die im Gazastreifen herrschende Hamas wird von EU, USA, Israel als Terrororganisation eingestuft. Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen hierzulande hat Bundesjustizministerin Lambrecht die Bundesländer aufgefordert, zu prüfen, ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken. Der Bild am Sonntag sagte sie weiter, das betreffe auch die Schulen. Das Robert-Koch-Institut meldet 1489 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind 951 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf aktuell 17,3. Es braucht immer noch Vorsicht und die vielen Experten können auch nicht viel mehr machen, als die Luft anzuhalten und das Beste zu hoffen, dass die Pandemie zwischen dem Fortschreiten des Sommers und der Impfungen in den Hintergrund gerät. Dann bleiben immer noch die Folgen des Virus und die Kollateralschäden der Bekämpfung des Virus. Und die tauchen jetzt überall auf, zum Beispiel auch bei Kindern. Denen sind ja längst nicht nur Unterrichtseinheiten verloren gegangen. Eine Reportage von Thomas Münden. Die Klasse 2a der Höfelschule in Essen-Altenessen ist hochkonzentriert. Hüpf, Schnick, Schnack, Schnuck ist angesagt. Koordination, Bewegung und Spaß. Für viele der Kinder ist das die erste echte Bewegung nach 7 Monaten zu Hause. Distanzunterricht hieß das vornehm. Praktisch hört es sich nicht ganz so gelungen an. Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Ich habe so Hausaufgaben gemacht zu Hause und mir war immer langweilig.
Und manchmal hat es auch geregnet, dann konnte ich auch nicht raus. War ich mit meinem Bruder am Zocken. Wir haben ein bisschen Fußball gezockt, weil ich bin Fußballer. Wo es geregnet hat, habe ich dann immer mit meinem Bruder gezockt. Und dann haben wir immer UNO gespielt. Damit soll nun Schluss sein. Sport statt Karten und Playstation. Wir beobachten die Entwicklungsrückstände eben nicht nur im Sprachvermögen oder im Wissensstand in einzelnen Fächern, sondern eben vor allen Dingen auch in der Fitness der Kinder. Und das macht uns große Sorgen. Es ist eben so, dass viele Kinder gerade bei uns hier im Stadtteil eben nicht die Bewegungsmöglichkeiten zu Hause haben. Da ist eben kein Garten da, wo sie mal eben aufs Trampolin hüpfen können. Die Radwege sind nicht vernünftig ausgebaut, die Spielplätze sind weit entfernt. Altenessen ist der größte Stadtteil in Essen. Hier im Norden der Stadt leben rund 44.000 Menschen. Jeder vierte ist arbeitssuchend gemeldet. Rund 30% haben Migrationshintergrund. Der Stadtteil hat es nicht leicht. Überwiegend Mehrfamilienhäuser, viele soziale Brennpunkte. Damit die Kinder hier wieder aus ihrer Lethargie kommen, arbeitet die Schule mit einem gemeinnützigen Spielzeitmobil zusammen. Organisiert werden die Aktionen von Sportstudenten der nahen Universität. Hier in Altenessen klappt das. Aber dem Sportprofessor fehlt ein größeres Konzept. Ich finde, dass es höchste Zeit wird, dass wir so etwas wie einen Marshallplan, gerade für diese Kinder, die den Zugang nicht so leicht fällt wie den anderen, zu Spielsportbewegung, dass wir für die den entwickeln. Und wenn ich so die Kollegen wie Herrn Busch hier an der Höfelschule höre und so weiter, dann wird es höchste Zeit, dass die Politik richtig investiert, damit diese Generation uns nicht verloren geht. Darüber denken die Kinder in der Höfelschule nicht nach. Sie genießen einfach die Spiele und versuchen so, die Folgen der Pandemie zu überwinden. Viel Glück dabei. Und wir bleiben beim Sport, wechseln aber dorthin, wo Spiel auch Kampf und Business bedeutet. Oder auch einen Tennis-Krimi bietet. Das Finale der French Open hat Novak Djokovic gewonnen. Nach 5 spannenden Sätzen in über 4 Stunden gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Für Djokovic, den Rekord-Weltranglisten-Ersten aus Serbien, ist es der 19. Grand-Slam-Sieg seiner Karriere und der 2. Triumph in Roland-Garros. Bei den Hockey-Europameisterschaften in den Niederlanden haben auch die Frauen im Finale gegen die Gastgeber verloren, ebenso wie gestern die Männer des DHB. 0:2 unterlag das deutsche Team Rekordchampion Niederlande. 2-mal Silber also, die Ausbeute der deutschen Mannschaften bei der Hockey-EM. Der dänische Fußballstar Christian Eriksen hatte einen Herzstillstand, als er gestern während des Spiels gegen Finnland zusammenbrach. Das Ärzteteam erklärte heute, nach lebensrettenden Maßnahmen sei sein Zustand jetzt stabil. Vom Krankenhaus aus konnte Eriksen bereits mit seinen Teamkollegen sprechen. Momente der Erleichterung bei dänischen und finnischen Fans, als nach 1,5 Stunden Bangen die erlösende Nachricht kam, Eriksens Zustand sei stabil und er sei bei Bewusstsein. Auch am Tag danach gibt es noch kein abschließendes medizinisches Dossier, aber der dänische Teamarzt bestätigt einen Herzstillstand. Yeah, what should I say? He was gone. Auch heute viel Kritik an der UEFA am Wiederanpfiff des Spiels, nachdem sich beide Teams für die Fortsetzung der Partie entschieden hatten. Ich denke, es war falsch, die Spieler zwischen den zwei Szenarien entscheiden zu lassen. Wenn solche schlimmen Sachen wie bei Christian passieren, müssen wir abwägen, was am wichtigsten ist. Mitgefühl zum Beispiel wie Jogis Jungs mit ihrer Grußbotschaft an Christian Eriksen. Finnland hatte das unterbrochene Spiel dann noch gewonnen, 1:0. Österreich ist ebenfalls mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Das 3:1 gegen Neuling Nordmazedonien ist der erste Sieg einer österreichischen Mannschaft bei einer EM überhaupt. Und zuvor hatte auch England heute einen Sieg gefeiert. Das 1:0 in London gegen Vize-Weltmeister Kroatien war der erste Sieg der Engländer in einem EM-Auftaktspiel im 10. Versuch seit 1968. Der Kniefall von Englands Nationalelf zum Zeichen gegen Rassismus, von fast allen Fans beklatscht, statt wie zuletzt drauf zu pfeifen. Dem sportlichen Traumstart gegen Kroatien durch Foden steht der Pfosten im Wege, 6. Minute. Höhepunkt der Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018? Dieser feine Pass von Phillips und die Verwertung von Raheem Sterling. 57. Minute, das Tor des Tages gegen restlos enttäuschende Kroaten.
England feiert mit 1:0 den ersten Auftaktsieg bei einer Europameisterschaft. Der ist kein Grund, sich zu fürchten. In China ist der Drache kein dämonisches Unwesen wie in der germanischen Mythologie, sondern ein gottähnliches Geschöpf. Seit Jahrtausenden stehen Drachen für das Reich und für den Kaiser. Der Kaiser hat sich nicht gehalten, das Reich im großen Ganzen schon. Die Verehrung des Drachen hat dabei nie nachgelassen. Sie erobern auch seit 2000 Jahren schon die Lüfte als erste Fluggeräte der Menschheit, liebevoll von Hand gestaltet damals wie heute. Eine Reportage aus unserem Studio Peking. Jede Bewegung ist viele tausendmal ausgeübt. Von klein auf hat er das Drachenbauen gelernt. Jeder Pinselstrich sitzt. Es dauert Jahre, bis man die verschiedenen Techniken beherrscht. Zhang Zhaodong ist 76 und lernt immer noch dazu. Ich bin 8 Jahre alt gewesen, als mein Großvater mir das Drachenbauen beigebracht hat. Er fand mich klug und fleißig und wollte, dass ich die Tradition lerne. Er sitzt oft 2 Wochen an den aufwendigen bunten Fabelwesen. Sie kosten bis zu 2.400 Euro. Überall gibt es große und kleine Fabriken. Mehr als 70% der Drachen in der Welt kommen aus Weifang. Im Schulunterricht lernen sie schon die Tradition des Drachenbauens. Aufgereiht marschieren sie zum Fliegen, denn darum geht es. Aller Anfang ist schwer. Ich will unbedingt lernen, einen Drachen zu bauen. Dabei geht es mir nicht nur um mich, sondern darum, die Tradition weiterleben zu lassen. Das Festival in Weifang beginnt farbenfroh mit Drachen, die sich in Luft auflösen. Jedes Jahr steigen die unglaublichsten Figuren, Tiere, Fabelwesen in den Himmel auf. Bis zu 100.000 Besucher schauen sich das Spektakel an. Wir kommen gerne, die Atmosphäre ist so lebendig. Alle Drachenfans besuchen diesen Ort, jeder hat gute Laune. Ding Chuangqing hat sich dieses Jahr eine besondere Attraktion ausgedacht, einen 7 Kilometer langen Drachen. Sollte er fliegen, wäre es ein Weltrekord. An einer Schnur aufgereiht, alle 3 Meter ein kleiner Drachen. Normalerweise brauchen wir nicht mehr als Windstärke 3. Heute haben wir 7, aber wir versuchen es trotzdem. Der Wind wird zum Sturm. Am Boden braucht es viele Männer, um den längsten Drachen der Welt nicht zu verlieren. Am Ende siegt die Natur. Der Wind ist zu stark, die Drachenschnur ist gerissen, Drachen sind wie Menschen. Sie können zu großem Druck nicht standhalten. Sie werden es wieder versuchen, den Drachen zu zähmen. Das ist wohl die Faszination dieser alten Tradition. Der Mensch, der mit seinem Drachen tanzt. Drachen sind wie Menschen. Wir haben keinen Drachen, der von weit oben vorausschauen kann, 7 Tage weit. Wir haben Erik Illenseer mit dem Ausblick in die Woche. Der digitale Impfausweis. Viele Apotheken werden ab Montag helfen. Wer einen vollen Corona-Impfschutz belegen kann, bekommt in der Apotheke oder beim Arzt einen QR-Code für den Nachweis mit dem Smartphone. Pünktlich zur Hauptreisezeit. Die Mosaik-Expedition, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Auf Einladung des Forschungsministeriums wollen führende Wissenschaftler am Dienstag über erste Ergebnisse berichten von den Wechselwirkungen zwischen Klima und Eis. 59 Millionen Wahlberechtigte sind am Freitag in Iran aufgerufen, über einen neuen Präsidenten abzustimmen. Der moderate Amtsinhaber Rouhani darf nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten. Beherrschendes Thema ist die Wirtschaftskrise, die sich auch durch scharfe Sanktionen der Regierung Trump verschlimmert hat. Ab Samstag dann 2 Tage Wahlprogrammparteitag der Linken. Während in Teilen der Partei über einen Ausschluss Sarah Wagenknechts diskutiert wird, befinden die Mitglieder online über das Programm zur Bundestagswahl.
Die Leitgedanken: soziale Sicherheit, Frieden, Klimagerechtigkeit. Und das Wetter bringt in dieser neuen Woche Hochsommer, viel Sonne und eine erste Hitzewelle. Morgen ist es sonnig und sommerlich warm bei 23 bis 30 Grad. Nur ganz im Norden ziehen am Nachmittag einige kompaktere Wolken auf. Am Dienstag gibt es bei 19 bis 32 Grad im Norden Wolken, im Süden Sonne. Danach wird es zunehmend schwülheiß bei bis zu 36 Grad. Das war es von uns für diesen Sonntag und für diese Woche. Marietta und Heinz, glaube ich, übernehmen den richtig. Job hier ab morgen und wir sehen uns demnächst irgendwann wieder. Bis dann. Tschüss, schönen Abend.